finde ich so krass. Ich weiß auch nicht. Also, oder? Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Ich finde das... Hallo zusammen, wir sind wieder einmal als Podcast-Team zusammen und heute mit Niklas. Er ist eine Erweiterung für unser Podcast-Team. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du zu Beginn gleich etwas zu dir sagen. Ja, danke vielmals. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Genau, wie gesagt, mein Name ist Niklas, Niklas Walder. Ich habe Theologie studiert in Basel und an der Uni Zürich und bin jetzt in Bern an einer Doktorarbeit. Und nebenbei oder nach dem Studium habe ich noch das Vikariat gemacht. Das heißt, ich bin ordinierter Pfarrer. Sehr gut. Wir freuen uns auf jeden Fall, bist du dabei. Es ist also ein Gesicht, das wir häufiger hier sehen werden. Jetzt, wir starten in eine neue Serie. Und wir haben uns überlegt, was wäre spannend, was könnte interessieren. Und etwas, was für uns in Frage kam oder wo wir dachten, dass das wird etwas sein, was fasziniert und was uns auch fasziniert hat, ist das Thema Nahtoderfahrungen. Es klingt zuerst vielleicht so ein bisschen befremdlich, weil es etwas ist, wo viele Leute noch nie davon gehört haben oder zumindest noch nie irgendwie in Kontakt gekommen sind. Aber Nahtoderfahrungen sind als Phänomen eigentlich etwas, was relativ häufig auftritt, also viel mehr, als man denken würde. Es ist ein Phänomen, was immer mehr Interesse auch in den Wissenschaften erhält und es wird auch immer ernster genommen. Vielleicht zuerst eine Frage an euch beide. Was ist euer Verhältnis dazu? Habt ihr schon mal was von Nahtoderfahrungen gehört oder ist das völlig Neuland? Also ich habe meine Zeit lang, es war wirklich nur kurz, ein paar Videos dazu geguckt bei YouTube. Da gab es, es gibt immer dieses Frag ein und dann irgendwie kommt wird irgendwas eingesetzt und da war Frag eine Nahtote, glaube ich. Also es wurde dann so genannt, das heißt wahrscheinlich eine Person, die eine Nahtoderfahrung hatte. Und danach habe ich mir ein paar andere Videos noch angeguckt, weil ich es so faszinierend fand, weil es so, man hat sich danach so gut gefühlt, ich weiß auch nicht, man hat irgendwie, man war so ein bisschen befreit. Die haben so schöne Sachen immer darüber erzählt, dass ich dann dachte, ich gucke noch ein paar Videos. Da geht, keine Ahnung, das war so sehr inspirierend irgendwie, aber danach habe ich nicht mehr so viel dazu. Ich weiß eigentlich keine Facts. Ich würde sagen, ich bin auch ein ziemlich unbeschriebenes Blatt, was das angeht. Ich habe in meinen Teenagerjahren ein Buch gelesen, oder es wurde mir empfohlen, Den Himmel gibt's echt. Da haben wir gesagt, das musst du jetzt lesen, das ist mega wichtig. Da, mein Glaube hat sich geändert wegen diesem Buch. Ich habe nur das gelesen, es geht um einen, wenn ich mich richtig erinnere, einen jungen, kleinen Knaben, drei, vier Jahre alt, der irgendwie fast stirbt und irgendwie über längere Zeit so quasi in, wie sagt man so, in Todesnot oder Todesgefahr schwebt im Spital. Er wird dann irgendwie geheilt, die Ärzte können ihm helfen und er erzählt dann auch Dinge, wovon die Eltern sagen, das kann er eigentlich nicht wissen. Und er hat dann irgendwie scheinbar Jesus gesehen, seinen Großvater und erzählt dann Dinge davon. Ich fand das Buch spannend, das hat sich schnell gelesen. Ich weiß nicht, was da wirklich damit geschehen ist, wie alt dieser Junge jetzt ist. Was ich mich aber dann gefragt habe, ist, wie viel mache ich jetzt aus dem für meinen eigenen Glauben? Wie wahr ist das? Wie wichtig ist das, was der jetzt erzählt? Ist Jesus so, wie dieser Junge das erzählt, weil er es gesehen hat oder nicht? Aber es ist auch schon eine Weile her, als ich das gelesen habe. Ja, ja. Ja, also ich habe mich auch jetzt ein bisschen reingelesen und natürlich mit den Leuten auch gesprochen. Da werden wir gleich darauf zurückkommen. Aber vorher hatte ich eigentlich auch kaum eine Ahnung von Nahtoderfahrungen. Also ich habe gehört, dass das gibt, aber habe mich da nie so richtig dafür interessiert. Und das hat sich jetzt auch geändert. Aber weil wir natürlich alle keine Experten sind auf dem Gebiet, werden wir in dieser Serie vor allem mit Menschen sprechen, die selber Experten sind. Und wir werden auch jemanden noch interviewen oder ein Gespräch führen. Eine Person, die selbst eine Nahtoderfahrung gehabt hat. Darauf freue ich mich sehr. Und für heute werden wir ein Interview hören, was wir geführt haben, auch zum Thema Nahtoderfahrungen mit dem Philosophieprofessor Godehard Bründtrupp. Er ist Professor an der Philosophischen Hochschule in München. Und
hat einige sehr spannende Dinge erzählt. Er weiß nicht nur viel über Nahtoderfahrungen, er hat selbst auch eine gehabt, was auch sehr spannend ist, diese Kombination von Reflexion und dem eigenen Erleben. Genau, ich schlage vor, wir hören uns das an und dann, wenn uns etwas als interessant oder spannend begegnet, dann würden wir darauf reagieren. Vielleicht muss man noch dazu sagen, dass du das Interview kennst, aber Niklas und ich genau. Keine Ahnung haben. Das heißt, wir sind genauso wie die Zuhörer sehr gespannt. Also Nahtoderfahrungen sind außergewöhnliche Grenzerfahrungen, die sehr oft denjenigen Menschen, die sie haben, den Sinn ihrer Existenz erschließen und die ihr Leben so stark verändern, dass sie oft ihr Leben, ihr gesamtes Leben in zwei Teile unterteilen, nämlich der Teil vor der Nahtoderfahrung und der Teil nach der Nahtoderfahrung, weil sie sich so radikal geändert haben in dieser Erfahrung. Und sie sind weiterhin mentale Zustände, Bewusstseinszustände, in der der Mensch kognitive Fähigkeiten hat, die wir im normalen Wachbewusstsein nicht kennen. Und von daher auch praktisch nicht kommunizierbar sind. Die Kommunikation zwischen solchen Leuten, die das hatten, und solchen Leuten, die das nicht hatten, ähnelt dem Gespräch zwischen einem Farbsichtigen und einem Vollblinden. Weil die kognitiven Fähigkeiten, die man da hat, so anders sind als das, was wir aus dem normalen Wachbewusstsein kennen, dass es sehr schwer ist, das zu kommunizieren. Philosophisch sind die Nahtoderfahrungen, und man muss dazu sagen, sie sind extrem verbreitet. Viele, viele Millionen Menschen in Deutschland und im deutschsprachigen Raum haben nur Nahtoderfahrungen gehabt. Durch die Reanimationsmöglichkeiten der modernen Intensivmedizin sind sehr viele Menschen sehr nah am Tod, etwa durch Herzstillstand. Herzstillstand ist eine physiologische Situation, die früher, vor der modernen Medizin, Intensivmedizin fast immer zum Tode geführt hat. Heute haben wir alle möglichen Techniken, auch ein zum Stillstand gekommenes Herz wieder anzuwerfen. Und sehr oft treten, nicht immer, aber sehr oft treten die Nahtoderfahrungen, deshalb heißen sie auch so, in diesem Übergangsbereich zwischen Tod und Leben auf. Und sie werfen philosophisch eine Menge Probleme auf. Das Grundlegende ist, ganz einfach gesagt, dem Gehirn wird in diesem Zustand der Saft abgedreht. Das Herz schlägt nicht mehr, es wird kein Sauerstoff, kein Zucker, keine Nahrung für die Nervenzellen, Betriebsstoff dem Gehirn mehr zur Verfügung gestellt. Und es kann trotzdem über eine relativ lange Zeit, in den letzten Aware-Studie, einer der größten Studien über Nahtoderfahrung, gibt es einen gut dokumentierten Fall, wo über drei Minuten nach dem Herzstillstand eine solche Nahtoderfahrung noch aufgetreten ist. Und da würde man nach standardmedizinischem Wissen sagen, dass das Gehirn in diesem Zustand wahrscheinlich gar nichts mehr tut. Die EEG-Kurve ist ja flach, also schwarz, das Bewusstsein, das Licht ist aus, erlebt gar nichts mehr. Oder wenn es noch etwas erlebt, müsste es wahrscheinlich chaotisch und minimal sein. De facto sind aber die kognitiven und die geistigen emotionalen Fähigkeiten größer als im normalen Wachbewusstsein. Das ist ungefähr so, als wenn ich mal zu meinem Automechaniker gehe und sage, also seitdem mein Auto einen Kolbenfresser hat, fährt es super. Und dann sagt er, du bist nicht ganz dicht. Und das ist das eigentlich philosophische Problem, was hier aufgeworfen wird. Entweder treten die Nahtoderfahrungen zu einem anderen Zeitpunkt auf, als wir bisher vermuten, und werden aus subjektiven Irrtümern heraus falsch datiert.
in die Zeit, wo das Gehirn eigentlich das gar nicht mehr könnte. Das haben viele versucht aufzuweisen, das war bisher nicht gelungen. Ganz im Gegenteil, die Beweise, die hat nichts mehr zu sagen, nicht Beweise, aber die Belege dafür, dass die Nahtoderfahrungen tatsächlich auftreten in diesem Moment, wo das Gehirn so schlecht versorgt ist, nehmen eher zu, als dass sie abnehmen. Aber es ist keine vollkommen gesettelte, abgeschlossene Frage empirisch. Aber die Menschen, die das haben, also entweder ist es das, dass wir einen zeitlichen Fehler machen, oder wir haben die Wirkungsweise des Gehirns noch nicht verstanden. Es kann sein, dass das Gehirn, wenn auf der oberen Ebene, die wir messen mit EEG und so weiter, wenn da nicht mehr viel abläuft, dass auf einer tieferen, denken wir eben an die Quantencomputer von Penrose und Stuart Hameroff, die sich auch zur Nahtoderfahrung geäußert haben, vor allen Dingen Stuart Hameroff, vielleicht geht dann auf einer tieferen Ebene die mehr zu den fundamentaleren Ebenen des Universums verbunden ist, eine Aktivität los, die evolutionär nicht mehr so nützlich ist, weil wir natürlich die Umwelt nicht mehr sehen, die uns aber damit tieferen Schichten der Realität verbindet. Also vielleicht ist das Gehirn gar nicht so tot, wie man denkt, sondern es ist auf einer tieferen Schicht noch sehr aktiv, die wiederum mit einer tieferen Schicht der Wirklichkeit eher verbunden ist als unsere normale Sinneswahrnehmung. Was sicherlich ausgeschlossen ist nach der Datenfülle, die wir heute haben, dass das ein Hoax ist oder gar nicht stimmt, weil es gibt einfach so viele Menschen, die das bezeugen und sehr überzeugend darstellen, dass sie diese Nahtoderfahrung gehabt haben. Und auch messbar, da gibt es ja große Untersuchungen, dass sich die Einstellungen, die Lebenseinstellungen, die Wertesysteme, die Charaktere nach einer Nahtoderfahrung dauerhaft verändern. Also wenn man Vergleichsgruppen nimmt zwischen Menschen, die nur einen Herzinfarkt gehabt haben und dadurch einen gewissen Schock haben und seitdem nicht mehr rauchen, gewisse Verhaltensänderungen machen und einer Vergleichsgruppe von Menschen, die einen Herzinfarkt gehabt haben, plus Nahtoderfahrung, dann sind die Verhaltensunterschiede riesig zwischen den beiden Gruppen. Mich hätten jetzt die Beweise interessiert, noch die gesagt hat. Ich nehme an, es ist sowas wie, weil wie beweist man, dass die Nahtoderfahrung nachdem man 3 Minuten klinisch tot war oder so entstanden ist. Ich habe mal was gehört, dass es oft so ist, dass die Personen sich selber sehen in dem Raum mit noch Angehörigen und wahrscheinlich auch Gespräche rezitieren können und so und wahrscheinlich dann, dass man das so feststellt, dass man die gehört haben, die haben darüber geredet, dass sie jetzt 3 Minuten irgendwie sowas, kann ich mir vorstellen, aber und das genau wiedergeben konnten und die anderen das dann auch bestätigen konnten und danach erst die Nahtoderfahrung stattgefunden hat. Also es wird natürlich in diese Richtung gehen und ich glaube, er kommt dann auch noch darauf oder wir werden spätestens dann nächste Woche auch noch darüber sprechen. Aber vielleicht ganz allgemein noch, weil wir haben noch gar nicht gesagt, ja, was ist eigentlich eine Nahtoderfahrung? Das ist eine Erfahrung, die einsetzt, nachdem man eigentlich klinisch tot ist. Er hat kurz darüber gesprochen, also wenn im Gehirn keine elektrischen Aktivitäten mehr festgestellt werden können. Und dann wäre man eigentlich klinisch tot oder zumindest im Vorfeld des Sterbens. Und da treten scheinbar Erfahrungen auf, die irgendwie lebensverändernd wirken. Und es scheint so zu sein, dass das nicht so selten ist, wie man vielleicht denken würde. Also er sagt, es sind Millionen von Menschen, die in Deutschland eine solche Nahtoderfahrung gehabt haben. Das ist schon krass. Nicht. Das ist schon krass, ja. Das erwartet man wirklich nicht. Man denkt immer, es sind so 3. Ja, genau. Weil auch nicht so viel darüber geredet wird. Ich glaube auch, weil es nicht passt zu dem, was man gerade glaubt so in der Gesellschaft, ist es irgendwie, man denkt, ja, das ist dann dem Gehirn so der Sauerstoff entzogen und deswegen hat man dann so eine Erfahrung. Aber es ist ja schon viel mehr. Also darauf gehen wir dann bestimmt auch noch ein, aber das, was sie erzählen, ist ja immer so viel mehr oder so viel genauer als einfach nur ein gutes Gefühl. Mhm. Das ist schon richtig spannend.
Aber ich habe das in der Vorbereitung jetzt auf heute auch gelesen, dass das extrem, also dass es viel häufiger ist, als ich, dass solche Nahtoderscheinungen viel häufiger sind, als ich das irgendwie realisiert habe. Und ich habe mich dann auch gefragt, kenne ich im Umfeld Leute überhaupt? Weil ich wüsste jetzt auch nicht, ich kenne, glaube ich, niemanden oder niemand hat mir das mal erzählt. Und da habe ich mich aber auch gefragt, ist das etwas, was man groß erzählt? Geht man da rum und sagt, hey, also, oder wie geht es? Kennt ihr Leute? Nee. Ich weiß es nicht, vielleicht schon. aber es ist natürlich so, dass das ist eine Art der Erfahrung, die so paradigmensprengend ist, dass es doch dann auch komisch sein kann für die Leute. Also viele erzählen das auch ihren Ärzten nicht, weil sie denken, das würde mir sowieso niemand glauben. Allerdings, man muss sagen, dass im Vergleich noch vor vielen Jahren oder noch vor 30 Jahren ist es schon anders geworden. Also es gibt viel mehr Forschung dazu und es gibt vor allem auch viele Gruppen, so Selbsthilfegruppen, Nahtoderfahrung. Das gab es früher nicht in gleicher Weise. Ja. Müsste das nicht auch was sein, dass man, wenn jemand klinisch tot war und dann aufwacht, direkt fragt? Also jetzt mittlerweile weiß man ja, dass das die meisten Leute haben, da müsste doch irgendein Psychologe kommen und nochmal fragen, hey, was haben Sie da irgendwas erlebt oder so, oder nicht? Ja gut, das kann natürlich etwas Übergriffiges haben, weil das eine Situation. Brauchen Sie Hilfe, falls Sie was erlebt haben, können Sie sich melden. Irgendwie, weißt du, dass man eine Information sagt, vielen Leuten passiert sowas, falls Sie sowas erlebten, können Sie sich hier melden. Keine Ahnung. Ja. Also vielleicht brauchen das die Leute auch danach nicht. Ich weiß nicht, wie überfordert man nach sowas ist, aber das, jetzt wüsste man ja, dass es das gibt. Das stimmt. Also zwei Sachen, die ich nur ganz kurz noch, was er gesagt hat, was ich sehr spannend fand, dass er von diesem radikalen Wechsel gesprochen hat, dass er gesagt hat, das ist wie ein Einschnitt im Leben. Das finde ich mega erstaunlich. Ja. Und dann gleichzeitig die Komponente, dass es sehr schlecht kommunizierbar ist. Es ist nicht etwas, was ich erzählen kann und die Leute, ich kann es jemandem erzählen und der fühlt das mit oder versteht das in der Fülle. Es ist irgendetwas, was extrem stark von diesem Erleben selber abhängt. Das ist schon spannend. Ja. Irgendwie. Also es gibt bestimmte Kernelemente der Nahtoderfahrung. Und man muss nicht, es gibt nicht zwei, drei Kernelemente, die jeder gehabt haben muss. Aber um eine Nahtoderfahrung gehabt zu haben, muss man irgendwelche dieser Kernelemente, also es ist eher so eine Wittgensteinsche Familienähnlichkeit, die alle Nahtoderfahrung haben. Und da hat sich die, nach einem Forscher Grayson, gibt es die Grayson Scale, nach dem die Nahtoderfahrung gemessen wird. Man gibt also als Report an, das und das und das habe ich erlebt und dann kann man das anklicken, anticken an der Grayson Scale und dann kann man die Tiefe der Nahtoderfahrung quantifizieren, wie viele Elemente abgedeckt waren. Und dazu gehören ein paar, kann ich mal nennen. Also die, ich habe ja selber eine Nahtoderfahrung gehabt, deshalb bin ich da auch aus der ersten Personenperspektive vertraut damit, einigen dieser Elemente. Also ein wesentliches Element ist zu merken, dass man stirbt, weil einfach die Hände und die Füße kalt werden. Und dann die Erfahrung, dass man jetzt tot ist, also dass man also keinerlei direkten Kontaktmöglichkeiten mehr hat mit der Außenwelt, dass man mit den normalen Augen nichts mehr sieht, dass man die Hände und Füße nicht mehr bewegen kann. Aber in dem Sinne tot, für die Außenwelt ist man tot, muss reanimiert werden. Das wird einem klar, jetzt bin ich sozusagen tot. Vielleicht eben noch nicht im irreversiblen Sinne tot, aber in dem Sinne eben, dass die normale Verbindung zur Außenwelt und die normale Behausung meines Körpers, dass ich irgendeine Kontrolle über meinen Körper habe, ist nicht mehr gegeben. Dann sehr oft ein plötzlicher Übergang von der Panik, ich sterbe, ich bin tot, zu einer absolut kristallklaren Ruhe. Also die plötzlich, der Geist ist irgendwie Stresshormonen überspült, pure Panik. Und dadurch, wenn man einen Schalter umschalten würde, was physiologisch übrigens schwer zu erklären ist, weil solche Stresshormone würden ja langsam zurückgedrängt. Aber es ist von einer Sekunde auf die andere, verschwinden alle Emotionen, positiv wie negative. Und es ist reines Bewusstsein, kristallklar. Vielleicht eher so wie die östlichen Philosophien oder Yoga das beschreibt. Und es ist ein einzigartiger Zustand, also reiner Geist ohne jeden Inhalt.
reines Bewusstsein, ohne durch Gedanken, Gefühle, positive oder negative Art, in irgendeiner Weise kontaminiert zu sein. Nur ein kristallklarer Bewusstseinsdiamant, in dem sich nichts bewegt. Und der Übergang ist von einer Sekunde auf die andere, von dieser absoluten Panik des Bewusstseins in diesen Bewusstseinsdiamant. Ein anderes typisches Element ist die Erfahrung eines Übergangs. Das sieht man ja oft in Darstellungen auch, des Tunnels, dass man auf ein Licht hin sich bewegt. Manche haben gesagt, das ist irgendwie eine archetypische Erfahrung des Geburtskanales oder so, aber das ist so dieses, man arbeitet sich durch ein Dunkel durch und auf ein Licht hin und plötzlich ist man in einer ganz anderen Dimension. Das ist ganz verbreitet. Dann der genannte Lebensrückblick, dass man das eigene Leben komplett nochmal anschaut, meistens von der Gegenwart her zurück, unter der Frage her, und wo habe ich geliebt, wo habe ich gehasst, in einer transpersonalen, extrem empathischen Verbindung mit allen anderen Menschen, auch anderen Wesen, denen man begegnet ist, auch Tiere. Dann, wenn man diesen Übergang gemacht hat, ist man so in einer energetischen Landschaft oft. Also es sind keine materiellen Objekte da, aber man ist trotzdem leiblich irgendwie. Man ist an einem Ort, aber man hat keinen materiellen Körper, sondern es ist eine Energielandschaft, irgendwie eine Lichtlandschaft, sagen viele. Es ist schwer in Worte zu fassen. Ein energetischer Ort, aber man ist nicht völlig aufgelöst, sondern man hat in diesem energetischen Raum eine Location, sozusagen. Und dann fällt einem sehr oft auf, dass da auch noch andere Wesen sind. Und sehr oft sind das Verstorbene, die man aus der eigenen Familie oder so. Kann aber auch ganz Fremde sein. Was praktisch nie vorkommt, dass es noch Lebende sind, denen man begegnet. Das ist auch interessant, wenn das nur sozusagen ein durchdrehendes Gehirn ist, was mir alle möglichen Bilder gibt. Warum kommen dann nicht at random sozusagen ein paar Lebende und ein paar Verstorbene, also gerade Leute, die mir wichtig sind. Aber es kommen nur Verstorbene. Auch Verstorbene, von denen man nicht wusste, dass sie verstorben sind. Oder meist, also ich würde mich nicht festlegen auf nur, aber es ist auffällig, dass diese Begegnung sich auf Verstorbene bezieht. Und dann haben sehr viele auch die Begegnung mit einem höheren Wesen. Und manchmal findet mit diesem höheren Wesen ein Austausch statt, nicht akustisch oder mit Worten, sondern so irgendwie durch direkt geistiger Austausch. Da kann es unter anderem um das Thema gehen, manche berichten, das hatte ich zum Beispiel nicht, warum es wichtig ist, wieder zurückzukehren in den Körper. Das berichten manche. Und dann gibt es sehr oft auch eine tiefe mystische Erfahrung über dieses Wesen hinaus, plötzlich in eine Einheitserfahrung, völlig überwältigender Liebe einzutauchen. So eine Art Gotteserfahrung, kann man sagen. Also eine Form von Liebe zu erfahren, die alles, was man in der bisherigen Existenz gehabt hat, unendlich übersteigt und in der man sich irgendwie auflöst. Das ist eine Einheitserfahrung, aber man ist trotzdem nicht weg. So nicht klar, nicht begrifflich, nicht klar aufzuklären. Aber man ist noch da als der Empfänger dieser Liebe, aber man hat keine Ich-Grenzen mehr, so, das fließt in diese Liebe sozusagen. Entgrenzungserfahrung in eine überwältigende Liebe. Das ist sehr oft auch gegeben. Und ein weiteres Element ist das völlige Überraschende. Dann die außerkörperlichen Erfahrungen habe ich noch vergessen. Ja, die sind auch ein typisches Element, dass man eher am Anfang der Nahtoderfahrung den Körper verlässt und sieht, wie die anderen sich da beschäftigen an einem.
Und dann sehr oft das schnelle und abrupte Zurückkehren in den eigenen Körper, was als sehr unangenehm erlebt wird. So, das sind so die Kernelemente. Das finde ich so krass. Ich weiß auch nicht. Also, oder? Was macht das mit euch, wenn ihr das hört? Ich finde, das so nah kommt man ja gar nie an so eine Vorstellung von Tod ran, wie das ist, ja, oder? Ja. Also schon alleine, dass man merkt, wie man stirbt, das fand ich auch krass, das habe ich noch nie gehört. Mhm. Dass man weiß, ab wann man tot ist. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das als Beweis herangezogen werden kann, aber ich finde, das klingt schon sehr überzeugend. Und danach die Beschreibung ist wahrscheinlich auch schlecht in Worte zu fassen, was danach mit einem passiert. Man versucht das ja so in irdischen Worten irgendwie zu erklären, aber ich kann mir vorstellen, ich weiß auch nicht, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich finde es extrem spannend. Und es macht irgendwie etwas mit mir, wenn ich das höre. Auch wenn diese, ich hätte das gesagt, die Ich-Entgrenzung und das Empfangen von Liebe. Boah, krass, wie muss man sich das vorstellen? So ein bisschen, ja? Ja. Es hat was Ermutigendes irgendwie, oder? Ich bin die ganze Zeit so, eigentlich habe ich hier Bock darauf. Also es ist jetzt nichts Schlimmes, wenn man irgendwie Angst davor hat oder so. Und es ist ja auch nicht konfessionsgebunden, oder? Es ist ja egal, wem, was für einen Glauben man hat. Es passiert ja allen Leuten durch die Bank. Weg. Ja. Also ungefähr das Gleiche. Es gibt kaum Unterschiede, zumindest keine geschlechtsspezifischen, keine ethniespezifischen, keine altersspezifischen. Das ist schon interessant. Es gibt kaum Unterschiede von Nahtoderfahrungen. Also manche Forscher würden dann schon sagen, es gibt auch kulturelle Unterschiede, aber häufig sind es dann doch viele dieser Kernelemente, die sehr ähnlich bleiben. Mhm. Also in der Deutung und der Interpretation, danach gibt es natürlich Unterschiede. Aber es ist schon interessant, dass es scheinbar so zu sein scheint, dass da eine Erfahrung geschieht, die dann wirklich schwierig zu erklären ist, wenn man es, egal wie man es reduktionistisch erklären will, also wenn das nur eine Projektion des Gehirns ist, sozusagen der eigenen Wünsche, um das Sterben angenehmer zu machen, das macht irgendwie keinen großen Sinn, weil dann wäre sie nicht so einheitlich, dann wären es eigene individuelle Wünsche. Wenn das irgendwie einfach kulturspezifisch nur wäre, dann wieso hätten dann auch transkulturell die Leute ähnliche Erfahrungen? Also irgendwie scheint sich da schon etwas anzuzeigen, was ja, sehr, sehr unsere Denkvorstellungen ein bisschen sprengt. Mhm. Was ich echt heftig finde, ist, dass man ja eigentlich, also die Emotionen so lösen sich ja. Also anscheinend, das ist ja, man hat ja keine Emotionen in dem Moment und sieht alles relativ neutral, und dass es danach trotzdem um Liebe und Hass geht, wenn man sich sein Leben anguckt. Also man, das eingeteilt ist, in wen man geliebt oder was man geliebt hat und was man gehasst hat. Und dass das anscheinend schon eine riesige Rolle oder eine zentrale Rolle spielt. Und dann eben auch später dieses Gefühl von Liebe ist ja ein Gefühl, wo man immer nur sagt, das nehmen wir mit unseren, keine Ahnung, durch unsere Hormone oder Prozesse im Gehirn wahr. Aber in dem Moment, wo man tot ist, scheint es immer noch die zentrale Rolle zu spielen. Und das fand ich auch richtig. Ja. Und auch das, was er vorhin davor noch beschrieben hat, mit diesem, die Metapher, die er benutzt hat, immer dieses kristallklare Bewusstsein, oder also der Bewusstseinsdiamant, quasi nicht kontaminiert, weder von guten und negativen, noch von negativen Emotionen. Ich weiß nicht, ich interpretiere, aber über das hat er ziemlich lange gesprochen. Es scheint, als wäre das etwas, was ihn sehr fasziniert hat an dem. Vielleicht an seiner eigenen Erfahrung, ich weiß es nicht. Ja. Aber mindestens beim Zuhören dachte ich auch, wie muss man sich das vorstellen? Ist auch spannend, wie er da in dieser Metaphorik des Kristalls, des ganz Reinen verhaftet ist. Ja. Man weiß auch wahrscheinlich gar nicht, wie man sonst das Gefühl beschreiben soll, wahrscheinlich als mit dem Reinsten, was man kennt. Aber ja. Also ich finde es auch spannend, weil für viele dieser Forscher ist die außerkörperliche Erfahrung das Interessanteste, weil das natürlich der Ort ist, wo die Frage dann aufkommt, ja, ist das jetzt nur subjektiv oder kann man es im Nachhinein überprüfen? Aber für mich, ich finde eigentlich, was danach kommt, viel spannender. Eben weil, also ich war auch sehr berührt, als ich das erste Mal das gelesen habe oder dann auch von Menschen das gehört habe. Also der Tunnel ist natürlich ein ganz klassisches
Kulturgut eigentlich. Ja, mhm. Das Licht am Ende des Tunnels, mhm. irgendwie das eine Tunnelerfahrung oder auch der Lebensrückblick, dass mein Leben mir in unglaublicher Geschwindigkeit sozusagen abläuft, bevor ich sterbe oder eben nach dem Sterben. Das sind ja alles Dinge, die kennt man irgendwie. Und ich finde es spannend, dass vielleicht kennt man die ja genau von dort. Mhm. Also vielleicht ist es nicht so, dass das nach dem Tod projiziert wird, sondern vielleicht kennt man das einfach, weil das eine Realität ist. Und eben Dinge wie, also den Lebensrückblick, das finde ich etwas vom Spannendsten, wie du schon gesagt mhm. hast. Und das ist so etwas wie, und darüber werden wir ganz bestimmt noch sprechen, aber dass darin eine Gerichtsfunktion plötzlich anschlägt. Mhm. Also es ist, man schaut zurück, was man gemacht hat, unter einer ganz spezifischen Perspektive, nämlich habe ich geliebt oder habe ich gehasst. Und mit der Empathie für andere, was schon wieder ja. ein Gefühl, aber ja. oder? Dass man das mal sieht, wie es den anderen dabei geht, ist ja auch noch. Ja. Ja, also das, und dann natürlich diese andere Landschaft. Ja. Die als energetisch beschrieben wird und unglaublich als schön, als etwas, wo man sein möchte, hat natürlich Anklänge an Paradiesesvorstellungen, mhm. die wir auch haben. Und dann ganz speziell, und man muss auch noch vorwegnehmen, das hat er auch gesagt, es ist nicht so, als hätten alle diese Erfahrungen. Es ist relativ selten, dass jemand alle diese Erfahrungen genauso am Stück hat. Aber ein paar davon machen auf die eine oder andere Weise die meisten. Also etwas, was mir begegnet ist, was unglaublich häufig ist, ist die Begegnung mit Verstorbenen. Das scheint etwas zu sein, was ganz häufig geschieht. Das finde ich auch spannend. Dass es nicht Lebende sind, sondern alles irgendwie Verstorbene. Und das Unwohlsein dabei wieder in den Körper zu kommen, das fand ich auch. Mhm. Also das ist so eine unangenehme Erfahrung. Das ist spannend. Ich habe mich gefragt, aber vielleicht gehört das jetzt nicht hierhin. Gibt es auch Untersuchungen so quasi aus historischer Perspektive? Wie weit kann man das solche Phänomene zurückdatieren? Und historisch ist das schon tausende von Jahren ist das belegt, dass es solche Erfahrungen gegeben hat. Mhm. Es gibt auch viele literarische Beschreibungen solcher Phänomene. Es gibt bei, glaube ich, Gregor dem Großen war es, gibt es in einem Werk von ihm auch Beschreibungen davon, von Leuten, die gestorben sind und was sie gesehen haben. Es gibt verschiedenste Aspekte, aber das wurde natürlich dann im 19., 20. Jahrhundert, also das kam dann erst später wieder auf und zuerst wurde es ja sehr skeptisch angeschaut, weil es sowas eben Paranormales hat. Und eigentlich erst seit den 70er Jahren wird es wieder so richtig auch wissenschaftlich oder zumindest teilweise wissenschaftlich auch erforscht, das Phänomen. Aber gerade wenn es ja etwas so Grundanthropologisches wäre, diese Nähe zum Tod, die Erlebnisse, die da irgendwie passieren, wäre das ja auch etwas, was früher passiert sein müsste. Ja. Also das, was man, ja, genau. Ja, ich habe, glaube genau. Nur beim Googlen ganz grob habe ich so ein Bild gefunden von Hieronymus Bosch mit dem Licht am Ende des Tunnels, ja. das dann quasi genau. da als einfach quasi aufgezeigt wurde, wie dass dieses Bild des Lichtes am Ende vom Tunnel, dass das auch älter ist, dass das, ja. das schon ja. länger die Menschen begleitet. Ja. ja. Also es gibt sicherlich eine typische negative Nahtoderfahrung, wenn sie nicht richtig sehr tief war. Weil es gehört zur Nahtoderfahrung am Anfang eventuell, gerade wenn man diesen Übergang durch den Tunnel gemacht hat, ein erstes völliges desorientiert sein. Was manche Leute auch so, dann sehen sie da plötzlich irgendwelche Wesen, mit denen sie in Kontakt treten. Das kann ja ähnlich wie bei, wenn man Drogen nimmt, da sind irgendwelche Wesen da, dann hat man erstmal Angst, also was wollen die denn von mir, lachen die über mich? Und dass dann vielleicht manche Menschen von ihrem Charakter her und so erstmal sagen, ja, das ist jetzt keine gute Situation, die bin ich überhaupt nicht gewohnt. Ich weiß nicht, wo ich bin, was hier abgeht und das ist extrem stressig. Und wenn die Erfahrung dann, wenn dieses eher Positive, die Erfahrung der Liebe und so weiter, wenn die dann, die eher später kommt,
wenn das vorher abgebrochen wird und die Leute reanimiert werden, können sie sozusagen in dieser Desorientierungsphase hängen bleiben. Das gibt es sicher, da kenne ich auch Fälle. Aber es gibt auch Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, die ähnlich sind wie Nahtoderfahrungen, aber die im Großen und Ganzen ein Bad Trip waren, ja, die dunkel waren und beängstigend und eigentlich nicht viel Licht. Ob das jetzt dieselbe Art von Erfahrung, ob das jetzt denselben Mechanismus hat dahinter, wenn es einen physiologischen gibt, oder ob das auch nur zufällig Erfahrungen sind, die wir einfach nur unter den Titel Nahtoderfahrung tun, die aber eigentlich eine andere Art sind, das ist nicht sehr gut erforscht. Aber es gibt definitiv Leute, die solche in der Todesnähe, also etwa bei Reanimationen, zurückkommen und einen Bad Trip berichten und sagen, ich war voll in Angst. Und also bei mir selbst war es auch so, dass der Anfang war panische Angst. Ja, und dann plötzlich wurde dieser Schalter umgelegt. Und ich kann mir vorstellen, wenn man gar nicht zu dem Punkt kommt, wo der Schalter umgelegt wird, also es gibt auf jeden Fall Menschen, die im Zusammenhang von solchen Reanimationssachen und so beängstigende Erfahrungen berichten, panische Zustände, die das nicht als angenehm erlebt haben und auch das Gefühl hatten, dass sie in einen anderen Weltwirklichkeitsbereich vorgedrungen sind, also nicht nur geträumt haben. Das ist der subjektive Realitätsgehalt ist enorm. Also man das spricht auch dafür, dass es eine mystische Erfahrung ist. Also Gandhi hat ja mal gesagt, die Existenz Gottes ist mir gewisser als die Gewissheit, dass ich jetzt in diesem Raum sitze. Ja, das ist ganz typisch für eine mystische Erfahrung. Eine mystische Gotteserfahrung gehabt, die ist so überwältigend, dass man sagt, über die kann ich mich nicht täuschen. Ich kann mich täuschen, in diesem Raum zu sitzen, das könnte ich träumen. Oder vielleicht bin ich in der Matrix und hier ich bin eigentlich Brain in a Vat, aber hier ist niemand. Ja? Aber die Gotteserfahrung ist so überwältigend, dass so eine Diskrepanz zwischen Schein und Sein nicht keinen Sinn mehr gibt. Die Erfahrung ist, was sie ist. Die kann nicht mehr ein Schein von irgendwas sein, sondern die ist komplett transparent in sich. Und das ist auch für die Nahtodserfahrung überwältigend. Die Erfahrung erschließt sich komplett selbst und kann von daher auch nicht irrig sein. Das, was sich dort erschließt, ist nicht nur eine Illusion von irgendwas. Und das, wenn man eine solche Erfahrung gemacht hat mit etwas Negativem, ist das natürlich sehr belastend. Aber es ist eher selten, aber ich kenne solche Menschen, die negative mystische Erfahrungen machen. Was eine Aufgabe wäre, vielleicht auch für Theologen und Theologinnen darüber nachzudenken, dass es so auch mystische Erfahrungen des Bösen geben kann oder so. Oder des Absurden. Es ist also nicht einfach nur der Schock, dass man jetzt gerade dem Tod von der Schippe gesprungen ist, sondern in der Nahtoderfahrung wird einem, das ist eine, ich persönlich glaube, dass es eine Art mystische Erfahrung ist. Es ist eine tiefe Erfahrung spiritueller Art in die inneren Zusammenhänge des Universums und auch der Transzendenz. Das, was gut ist, was der Sinn des Lebens ist. Das ist eine Disclosure Experience, wo man auch über das eigene Leben bisher schonungslos in dem sogenannten Lebensrückblick erfährt, wo man andere verletzt und wo man andere geliebt hat und ein absolut enthüllendes, ohne jegliche Ego-Illusion Bild über sich selber bekommt. Was im normalen Wachbewusstsein unmöglich ist, herzustellen. Von daher, ja, eine Disclosure Experience, eine
Erfahrung, die einem unglaublich viel eröffnet über die Realität und über sich selbst. Das viel Wichtigere als die Geschichte, wo es herkommt, die Ursachengeschichte, ist der eigentlich intrinsische Gehalt der Erfahrung selbst. Weil die Erfahrung vermittelt etwas über den Sinn des Lebens, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, was es bedeutet, für mich auf der Welt zu sein. Es ist eine absolute Disclosure Experience. Das ist die tiefste edukative, persönlichkeitsprägende Erfahrung, die ein Mensch machen kann. Und diesen Schatz zu heben, das ist, glaube ich, das eigentliche Potenzial der Naturerfahrung. Er deutet jetzt diese Erfahrung als eine Disclosure-Erfahrung, als eine Erfahrung, die etwas aufzeigt, die etwas aufdeckt über die Wirklichkeit. Eine mystische Erfahrung letztlich. Mhm. Und das finde ich spannend, aber auch irgendwie passend, weil viele dieser Aspekte, die da beschrieben wurden, auch vorher, natürlich auch Ähnlichkeiten haben mit Berichten von Mystikern. Die beschreiben, dass sie in einer Wirklichkeit angelangt sind, die dann wirklich auch anders ist als unsere Wirklichkeit. Und wo auch, du hast vorhin über das kristallklare Bewusstsein gesprochen, wo dieser Bewusstseinsraum dann eine Ich-Entschränkung darin vorkommt. Also ein Beispiel aus der Bibel: Paulus selbst schreibt ja über sich, er war im dritten Himmel und hat dort Dinge gesehen, die nicht beschreibbar sind. Also das erinnert natürlich an so etwas. Mhm. Und jetzt ist die Frage, sind alle Leute, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, eigentlich kleine Mystiker? Ich glaube, es ist immer noch ein Unterschied auch, wie doll man die Welt dann, in der man jetzt wieder ist, mit den gleichen Augen sieht. Also entweder ist es immer eine Erinnerung daran, dass man einfach die Sachen anders einordnen kann und eine andere Perspektive hat. Oder jetzt von den Mystikern, was du beschrieben hast, die sind ja, als hätten sie diese Welt, als wären sie in dieser anderen Welt und würden die Welt hier, fast die Geister oder so, aus dieser Perspektive oder die ganze Zeit durch diese Brille sehen. Und die müssten ja dann auch viel mehr wissen. Und also, oder man hat dann eine ständig fortwährende Erfahrung und nicht eine Erinnerung an die Erfahrung, die man mal hatte. Weißt du, was ich meine ein bisschen? Mm-hmm. Also für mich ist Nahtoderfahrung oder das, was danach erlebt hat, ist immer so eine andere Welt, in der man hinkommt, wenn man stirbt. Aber wenn Personen das schaffen, im lebendigen Zustand schon nah an solche Zustände ranzukommen, das ist ja nochmal was anderes. Dann ja, natürlich ist was anderes. Aber das, trotzdem das Bild, das er verwendet von etwas enthüllen, ist ja irgendwie ist wie das Bild von etwas, was ja vermutlich da ist und plötzlich realisiert man, da ist etwas, was irgendwie noch auch so Realität oder irgendwie wirklich ist und irgendwie lebt man mit dem Bewusstsein, dass das danach da ist. Mhm. Also dass man ja auch, wenn man dann wieder zurückkommt aus dieser Nahtoderfahrung, irgendwie begleitet ist von dieser Erfahrung, dass da etwas enthüllt wurde und mir wie ein... Weiß ich nicht, wenn ich ihn so richtig verstehe, eine tiefere Dimension der Realität, da etwas enthüllt wurde, was mich jetzt weiterhin begleitet. Ja. Und vielleicht dann auch irgendwie diesen radikalen Schnitt irgendwie verursacht, dass die das Leben von vorher und nachher so anders einteilen. Ich weiß es nicht. Ja. Oder dass es solche, dass sie Angst haben, dass jetzt Leute sagen, ich war dann schon im Himmel und der Himmel soll ja radikal jenseits sein. Das würde ich auch nicht sagen, das folgt ja nicht aus der Nahtoderfahrung, dass man im Himmel war. Obwohl fast alle Menschen, die eine Nahtoderfahrung gehabt haben, nachher spiritueller und religiöser werden, aber gleichzeitig ihre Bindung an eine bestimmte Religion abnimmt. Auch das mögen die Religionsgemeinschaften nicht, weil die Nahtoderfahrung oft den spirituellen Kern in allen Religionen wahrnehmen und die verknöcherten Äußerlichkeiten, die zum Beispiel im Katholizismus gerade krachen, zusammenbrechen, sowieso eher als eine Verfremdung wahrnehmen. Und jemanden nicht deshalb als Autorität annehmen, weil er irgendwie mit Stab und Mitra daherkommt, sondern spüren, welche echte Erfahrung hat er gemacht oder diejenige gemacht.
Von daher, es gibt einen Zusammenhang zwischen Nahtoderfahrung und Spiritualität. Und es gibt leider auch neben denjenigen, die Reißaus nehmen, auch solche, die das gerne schnell einordnen, das Phänomen. Also dass sie sagen, ich weiß, das ist nur Sauerstoffmangel, das ist so ähnlich wie DMT, diese Droge, und das ist ein ähnlicher Mechanismus an der körpereigenen Droge. Weil DMT findet sich auch natürlich im Körper. Oder es ist ganz andere Art. Ich war wirklich im Jenseits. Ich war bei Gott und bin zurückgeschickt worden. Das sind nach meiner Ansicht alles vorschnelle Versuche, ein Problem, ein Phänomen, was wir nicht verstehen, gefügig zu machen und in eine wissenschaftliche oder religiöse Box reinzustecken. Wir sollten statt eher dessen, würde ich da eher mit Husserl argumentieren, sozusagen, Epoche, die Erfahrung, nicht die Erfahrung ontologisch deuten wollen, sondern die Erfahrung sprechen lassen. Und das Beste ist, die Erfahrung sprechen zu lassen, die Menschen sprechen zu lassen, die die Erfahrung gemacht haben. Also wir werden natürlich auch die Erfahrung sprechen lassen, weil wir jemanden interviewen werden, eine Person, die eine Nahtoderfahrung gemacht hat. Ich finde zwei Aspekte interessant. Eben einerseits die Versuchung, das Phänomen zu schnell einzuordnen. Ich glaube, das kennen wir alle. Das ist sowohl theologisch bestimmt da, wie auch auf der Seite vielleicht der Neurophysiologie. Die Versuchung zu sagen, ah, das ist nur das Gehirn einerseits, aber eben auch, der war jetzt im Himmel. Das ist schon eine Herausforderung, daraus nichts zu schließen. Mhm. Aber mir gefällt, dass wir das sagt, irgendwie so mal die Erfahrung oder das Phänomen sprechen zu lassen, das, was da erlebt wurde. Mhm. Finde ich, also, ja. Ich finde den interessanten Punkt da, dass er gesagt hat, dass die Leute weniger an ihre Konfession gebunden sind. Das Schlimme dabei ist ja, dass sie einerseits von Leuten, die ja nicht an Gott glauben, denen wird die Erfahrung abgesprochen, weil sie sagen, ach, das ist nur ein Prozess in deinem Gehirn. Und den Leuten, die ihnen Glauben schenken sollten, weil sie selber ein Leben nach dem Tod glauben, finden wahrscheinlich die Erfahrung nicht so toll, weil sie danach weniger ihrer Konfession angehören, die sie vorher angehört haben. Und, ja. Und dann zugeben müssten, dass vielleicht doch in allen Religionen Wahrheit steckt. Oder es gibt ja, also ist wahrscheinlich der Punkt, der unter gläubigen Leuten die größeren Diskussionen hervorruft, kann ich mir vorstellen. Weil es eben so oft diesen Anspruch auf wir haben Recht und unser Weg ist der richtige und so gibt. Aber da würde das ja jetzt extrem widersprechen. Ja, also ich finde das auch, ich finde das einen der schwierigsten Punkte. Die Frage ist vielleicht auch, weniger konfessionsgebunden heißt es dann auch weniger gemeinschaftsgebunden, weil das wäre ja nicht das Gleiche. Weniger konfessionsgebunden könnte nur heißen, meine drei Bekenntnisse, die irgendwann im Laufe der Zeit verfasst wurden, sind mir nicht mehr ganz so wichtig. Oder sagen wir irgendwie meine, dass ich ein Baptist bin gegenüber einem Pfingstler oder gegenüber dem Katholiken oder gegenüber dem Reformierten. Das ist dann nicht mehr so wichtig, also diese Unterschiede. Aber wenn es natürlich heißt, man ist dann weniger konkret in die Gemeinschaft eingebunden, wo man vorher war, da würde ich dann sagen, das wäre dann irgendwie auch ein Problem, weil es ja der Erfahrung selbst widersprechen würde, weil viele ja sagen, das Wichtigste ist zu lieben. Und sozusagen. Ja, ich glaube, was man aus dem Punkt eher rausnehmen kann, ist ja, dass es nicht schlimm ist, wenn man einer Konfession angehört und an eine spezielle Sache glaubt, aber man müsste nicht so fähig darauf sein, dass das das einzige Richtige ist und dass die anderen keinen wahren Kern haben, sondern dass man sagt, es hat sich halt im Laufe der Geschichte in viele Richtungen entwickelt, aber irgendwo, Gott lässt sich überall wiederfinden. Also sehr, sehr, sehr frei, aber wisst ihr wissen, was ich meine? Dass man einfach vielleicht nicht mehr ganz so ausschließend ist. Ich finde es sehr versöhnlich irgendwie. Das stimmt, aber ich versuche irgendwie den Mechanismus dahinter zu verstehen. Also was er ja sagt, ist ja, dass eine gewisse Skepsis gegenüber institutionalisierter Religion
einhergehen kann mit solchen Erfahrungen und Leute, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und ich nehme an, das hat doch auch damit zu tun, dass sie etwas sehr, also individuell und sehr unvermittelt, ohne Institution, unvermittelt eine tiefe Erfahrung gemacht haben, die dann irgendwie nicht kommunizierbar ist. Mhm. Dass das auch eine isolierende Wirkung haben kann. Mhm. Oder auch eine gewisse Skepsis gegenüber Institutionen und etablierten Dogmen und so. Das kann ich schon irgendwie nachvollziehen. Das war sehr interessant. Wir werden das nächste Mal, nächste Woche werden wir noch einmal auf ein Interview reagieren. Da werden auch ähnliche Themengebiete noch einmal vorkommen. Ich glaube, das ist ganz gut, weil es da noch viel zu besprechen und zu vertiefen gibt. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Vielen Dank auch dir, Niklas, dass du mit dabei bist. Dies ist eine Produktion des Zentrums Glaube und Gesellschaft der Universität Fribourg. Für solche Formate sind wir auf Spenden angewiesen. Dafür findet ihr unten in der Beschreibung einen Link. Vielen Dank dafür.